schönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier heute bei uns in der Mäulesmühle. Bei uns heute zu... Ja, das auch gehört? Ja. War doch gerade gereicht, gell? Nee, schon wieder. Das tut wie ein Frosch. Sag mal, bist du um die Zeit schon besoffen? Aber wenn der Hacker nicht bald aufhört, schieße ich mir halt noch alle Lampen aus. Du. Hast du schon wieder der Hacker? Du hast doch erst vor 3 Tagen der Hacker gehabt. Was heißt das schon wieder? Immer noch. Seit 3 Tagen, das ist jetzt so. Jedes Mal, wenn ich denke, jetzt ist er rum, na, fängt es wieder an. Ich glaube, er ist weg. Doch nicht. Pass auf, da gibt es ein altes Hausmittel. Ja. Pass auf, du nimmst jetzt ein Glas Zuckerwasser und du musst einen ganz kleinen Schlucken trinken. Gut, super, bring mir eins von deinem besten Viertel. Das mit dem Zuckerwasser habe ich schon probiert. Ja. Pass auf, da gibt es noch mal was. Du musst die Nase zuheben und so oft schlucken wie möglich. Hab ich schon probiert. Pass auf. Dann nächster Vorschlag. Du machst den Kopfstand und singst auf der Schwäbischen Eisenbahn. Hab ich schon probiert. Alle Strophen. Sogar der letzte, wo es heißt, so, das Liedle wäre jetzt gesungen, hat's euch in die Ohren gelungen, stoßet mit den Gläsern an aufs Wohl der Schwäbischen Eisenbahn. Okay. Pass auf, nächster Vorschlag, pass auf. Bei Vollmond, Schlag 12, da hopfst du auf einem Fuß und siehst Schillers Glocke auf. Hab ich schon probiert. Weißt du, die ganze Glocke? Bim, bim, bam, bim, bam. Bim. Inklusiv Glöppel. Wird schwierig. Pass auf, hast du das schon probiert? Pass auf, du steckst so die Finger in die Ohren und sagst, Hacker, gang über den Neger, gang über den Rhein, lass mich sein. Glaubst du, ich bin ein Amateur? Ha? Aber so probiert. Aber so kannst du halt nicht servieren, ne? Du verschiedest ja. Schon die Hälfte. Ja, er wird es besser sein, ist besser, du servierst und ich mache die Ansage. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute bei uns hier in der Mäulesmühle grüßen. Du nimmst jetzt dann deine Kurbel und machst besser den Vorhang auf und ich mache die Ansage. Ja gut, von mir aus. Hacker, gang über den Neger, gang über den Rhein und lass mich sein. Also, meine Damen und Herren, heute bei uns in der Mäulesmühle Helge und das Udo. Das ist der Helge Thun und der Udo Zebetzauer. Dann haben wir aus der Schweiz den Rolli Berner und seine Elisabeth und dann natürlich unsere Herren von Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle. Und jetzt Vorhang auf für Helge und das Udo. Schönen guten Abend, mein Name ist Helge, das ist mein Kollege Udo und wir sind ein bisschen stolz heute Abend, denn wir haben einen neuen Autor gefunden. Ja, den Willi. Ja, und Sie kennen das, normalerweise schreibt man ja seine Sketche selber, aber manchmal besorgt man sich auch einen richtig professionellen Autor und wir haben einen, also eigentlich William heißt er, ist Engländer und er hat auch so einen super Nachnamen, wie heißt er nochmal? Shakespeare, genau. Also ich gebe zu, er ist schon ein bisschen älter, aber der schreibt ganz tolle Sketche und wir haben einen mitgebracht, der heißt Romeo und Julia. Ja. Ne? Und da denkt man schon, es geht so ein bisschen Liebesgeschichte. Ja, aber für alle Frauen, die denken, oh toll, Liebesgeschichte, es hat kein Happy End. Ja, ja und für alle Männer, die denken, oh Mann, Liebesgeschichte, wer will denn das sehen? Keine Angst, wahnsinnig viel Action, Mord und Totschlag. Ja. Und vor allem, achten Sie mal drauf, es ist vor allem gereimt. Ja, also wirklich, das achten Sie mal drauf. Gut, du bist soweit? Alles klar. Soweit. Mit anderen Worten, jetzt geht es um die Stadt Verona. Genau gesagt um 2 Bewohner aus dem 15. Jahrhundert. Die waren, was ein heut ja wundert, das allergrößte Liebespaar, das sich je verschrieben war. Doch sie waren, um's zu verkürzen, gerade einmal 14. Er hieß Romeo. Sie hieß Julia. Beide gingen ins 8. Schuljahr.
Auf den Reim sind wir richtig ein bisschen stolz. Aber kommen noch bessere, achten Sie mal, ja? Also beide gingen ins achte Schuljahr. Sie war verknallt. Und er verknellter. Und sie wurden auch nicht älter. Ich meine, beide waren lieb und nett und nie verletzend. Nur die Eltern waren so ein bisschen ätzend. Ja, denn Urgroßvater Montague sagte eines Montags zu dem Urgroßvater Capulet: Ich finde dich eigentlich nicht so nett. Ja, da reimt sich's jetzt gerade nicht so gut, das gebe ich zu. Aber auf jeden Fall, seitdem waren die zwei Familien, das kennt man aus Sizilien, nicht gerade gut befreundet, eher auf den Tod verfeindet. Und ist einem sowas peinlich? Dann heiratet man heimlich. Ja, alles gut. Nur hatte sie halt einen Vetter namens Tybalt. Und er sein Freund Mercutio. Und das Schicksal tut sie so. Ja, wieder Mercutio tut, ist egal. So, tut sie so aufeinander prallen lassen, wissend, dass die zwei sich hassen. Tybalt sticht Mercutio nieder. Das ärgert Romeo nun wieder. Er zieht den Degen, zack und peng, schon wird's eng für den Cousin. Da! Stich ins Herz! Es stirbt der Vetter. Und dabei war so schönes Wetter. Romeo muss in die Verbannung. Ach, das erhöht im Stück die Spannung. Doch 20 Jahre im Exil ohne Frau sind mir zu viel. Drum kommt auch Julia um 3 beim Tee, wie sie noch denkt. Eine Spitzenidee. Ich trink mal kurz einen Kräutertrank, da wird selbst ein Betreuter krank. Haben Sie gemerkt, ist sogar ein Schüttelreim. Das passt auch wegen Shakespeare. Das ist egal, also komm mal weiter. Werde blass statt Weinrot und bin 3 Tage scheintot. So wie die, die in der Luft verstarben, werde ich in der Gruft begraben. Ah, kurz vor der Tat schicke ich einen Brief an meinen Mann. Doch das geht schief. Entweder weil der Bote trödelt oder die Post ihn ganz verdödelt. Na, jedenfalls geht's nicht so fix und Romeo, der weiß von nichts. So stürzt er in die Grabeskammer, schluchzt und heult. Jammer, jammer. Und schwört, so sind Verliebte eben. Oh nee, jetzt will ich auch nicht leben. Er sieht sich nach einem Giftschrank um und bringt sich mit dem Gifttrank um. Und? Nix. Ja, wie nix? Nix, spür nix. Keine Wirkung, nix. Kann nicht sein, das ist Zyankali. Oh, echt? Oh, Helge, jetzt! Oh, ja. Das tut weh, Helge. Boah, mach hin, das sind Schmerzen. Ja, das tut richtig weh, Helge. Wir haben nur 8 Minuten, Udo. Oh, der, also Helge, ja, Zyankali funktioniert viel schneller. Jaua, so, sie wacht auf, sieht ihn und weint und sagt: Oh Mensch, so war das nicht gemeint. Doch, dann macht sie es auch nicht besser und bringt sich um. Mit seinem Messer. Da! Ja, am Grab stand auf der Ja, Udo. Am Grab stand auf Udo, am Grab stand auf der Kränze Schlaufen. Schlechtes Timing. Dumm gelaufen. Vielen Dank. Ja. Freut mich, dass Ihnen gefallen hat. Wir hätten noch eins von Shakespeare. Auch wenn Sie uns so drängen, werden wir das gerne auch noch vortragen. Warum nicht? Das ist auch eine klassische Tragödie. Sie werden es gleich merken. Du bist soweit? Also mit anderen Worten, jetzt wären Fanfaren und Tamtam nett, denn jetzt geht es um Hamlet. Und wenn ich auch die Dänen mag, so war im Staate Dänemark eine Menge faul, wie ich höre, vor allem im Schloss von Helsingør. Denn Königsgattin war ein Luder, denn zusammen mit dessen Bruder, da red ich nicht groß drumrum, brachte ich den König um. Kurzbeerdigung und dann auch schon nach der Hochzeit auf den Thron. Doch der Tote, auch nicht dumm, geht erst mal schön als Geist herum. Erscheint Punkt
12 mit weißem Haar. Keine Angst, er hat es unter Kontrolle. Und legt dem Sohn die Rache nah. Der sagt auf zum Todgemobbten. Na gut, dann spiele ich den Bekloppten. Oh. Um nachzuspielen den Mord am Vater, buch ich ein Tourneetheater. Mein Onkel, der gesteht zwar nicht, doch aus Versehen verrät er sich, weil er beim Mord so kurz vor Schluss schnell mal auf Toilette muss. Hamlet! Um den Schlaf gebracht, sieht in Mutters Schlafgemach sich jemand hinterm Vorhang regen und ich erstech mit meinem Degen meinen Onkel Claudius. Falsch, ich bin's doch, Polonius. Polonius? Ja, Entschuldigung. Das war, im Grunde war das Pech. Doch bringt man ihn zur Strafe weg. Oh Mann. Mit Rosenkranz und Güldenstern. Auf einer dieser überfüllten Fähren nach England. Um ihn dort zu töten. Doch unterwegs geht Hamlet flöten. Ich kehr zurück, doch zwischendurch verließ Ophelia die Burg. Ich ging ins Wasser, in den Tod, aus unerfüllter Liebesnot. Zu Hamlet, stumm, verhärmt, verhärtet. Sie war wohl suizidgefährdet. Ja. Ihr Bruder, auch Polonius' Sohn, der hat nun, man ahnte schon, ein Interesse, ein vermehrtes, an Hamlets Tod und heißt Laertes. Drum geh ich zu ihm, sag du, gell? Ich fordern dich zum Duell. Und mit Claudius, dem falschen König? Schummel ich auch noch ein wenig. Schummel ich? Schummel ich auch noch ein wenig. Vergifte meine Degenspitze und gegen Durst und gegen Hitze misch ich einen Gifttrank zum Erfrischung. Misch ich? Misch ich einen Gifttrank zum Erfrischung. Ich sag mal so, ne gute Mischung. Früh morgens nun stehen alle auf und kurz darauf gehen alle drauf. Ja. Zuerst wird Hamlet leicht getroffen. Ah, leicht getroffen, Mensch! Dann hat die Mutter Gift gesoffen. Prost! Ja. Hamlet klaut Laertes Degen. Hey, dem kommt mir aber ungelegen. Ist klar. Denn als Hamlet ihn nun trifft, weiß er natürlich Scheiße, Gift! Er sagt es Hamlet, der nun wieder sticht daraufhin den König nieder. Den König... Ja. Ja! Ach, Helge! Ja. Tag drauf sieht man am Eingang kleben, Festung günstig abzugeben. Das waren viel Reime, ich hab mir auch nicht jeden merken können. Aber ich werd blöd, du. Das hört nicht auf. Hast du mir einen Tipp, wie man den wegkriegt? Wieso willst du den wegkriegen? Weißt du, Tabori sagt, was auf der Bühne passiert, musst du benutzen. Mach doch Musik damit. Mit dem Hacker. Moment. Dann mach ich das Schlagzeug dazu. Also gut. Also. Das ist schön, dass sie so gut sind. Trinket was und nimmt man sich ab. Wer soll es ab? Du, für die wär's blöd, wenn du im Januar der Hacker hättest. Ja, da wird's was Größeres vor. Aber hallo, da haben wir gemeinsam was Größeres vor. Ja, wir machen eine große Reimeshow, und zwar Reim gewinnt heißt das. Also ein abendfüllendes Programm mit einem ganzen Dutzend von Kollegen, die gegenseitig in Spielrunden mit aktuellen Gedichten und also nicht nur Shakespeare, zum Teil sogar auch was Moderneres wie Goethe oder so. Schiller vortragen. Am 15. Januar ist das, live im Theaterhaus in Stuttgart. Reim gewinnt. Also, wer will, kommen Sie vorbei. 15. Januar, Theaterhaus Stuttgart. Ja. Ja. Du sag mal, dein Hacker, vielleicht hilft so eine musikalische Schocktherapie. Nein, ich frage. Vielleicht hilft es auch. Ja. Stumpfes mit ihrem Lied Mein Mauro. Ja, auf der
der Welt bekannt für Sprach und auch Schwarzgeld. Man gilt als wortkarg, aber gescheit. Man hat bloß Arbeit und nie Zeit. Wenn man was macht, dann macht man's recht. Weil das andere wäre halt schlecht. Man pfeift auf Fusch und Schluderei. Nur so fühlt man sich wohl dabei. Auf, das ist fast noch neu. Das oben am Giebel ist nicht einwandfrei. Wegen Speise nach Backstuhl gleich oben am Dach. Ich sag zum Maurer, das ist doch gleich gemacht. Ah ja klar, guter Mann, da fangen wir gleich mal an. Also achte war ausgemacht und ich warte schon eine Stunde. Da kommt er am Neine und ich frag nach dem Grund. Ah, Neine ist prima, sagt er und zum Glück. Und ich auch weit draußen, weil der Weg zählt ja mit. Der Bus ist mir raus und mein Auto ist weh. Drum dem wir vom Laufen jetzt fies ganz arg weh. Aber jetzt gut mal, jetzt fangen wir gleich an. Dann nimmt er die Speisgut und lenkt nach dem Schlauch. Und ich frag mich, ob ich das Haus überhaupt brauch. Und der Mörtel ist fertig und die Leute stehen da. Und es sieht fast so aus, als fängt er jetzt an. Nimmt den Steu und die Kell und den halb voller Kiebel. Steigt auf die Leute, die ist fast unter dem Kiebel. Und plötzlich hält's Handy, es ist glaub sein Leib. Und aua, fällt mir der Drecksteu auf den Leib. Und er seitelt ins Handy, der gute Mann, wie die Hohe. Dann fangen wir gleich. Es hat echt geholfen, du. Mein Hecker ist weg. Schocktherapie musikalisch. Du. Ist ja toll. Ja, du. Er ist wieder da. Mein Hacker ist wieder da. Ja, so ein Blödsinn. Das ist schon blöd. Meinst, geht auch anders, verstehst du? Ja. Also beim Lachen, nicht wahr? Da geht der Hacker, kommt er sofort wieder. Nicht? Was auch passiert, wenn man zum Beispiel jemanden erschreckt? Ich bin unerschrecklich. Ich bin unerschrecklich. Da hinter dir steht einer. Auf sowas fall ich doch nicht rein. Jesus, unser Trollinger ist aus. So, eine Gemeinheit und es will er freien sein. Für einen wird es jetzt ja noch schlimmer, nicht? Weil jetzt kommt eine echte Nummer zum Lachen. Das ist der Rolli Berner und seine Elisabeth. Vorhang auf! Ja, ja. Eigentlich wollte ich halt mit dem Igor kommen, aber die Elisabeth hat sich in den Koffer geschlichen. Ja, ja. Kannst froh sein, dass du heute besser aussiehst als letzte Woche. Warum? Wäre so gar nicht fernsehtauglich gewesen. Warum? Hast du riesiges blaues Auge gehabt? Ja, ja. Warum das denn? Die Nachbarin hat mir mit der Stricknadel ins Auge gestochen. Was hat er die Nachbarin? Mit der Stricknadel ins Auge gestochen. Durch Zufall? Nein, durch Schlüsselloch, die Kuh, die. Ach so. Ah ja, gut. Cool, ja. Du lach nicht so dreckig da vorne. Ja, schon, ja. Der trinkt Alkohol. Lass ihn trinken. Der trinkt Alkohol. Lass ihn trinken. Kleiner Titt am Rande. Alkohol fördert das Wollen, nicht das Können, gell? So. Hör auf jetzt. Ja. Warst du heute noch in Stuttgart? In Stuttgart? Ja. Was hast du gemacht? Einkaufen. Hm? Was hast du gekauft? Eine neue Brille. Hm? Was hat die gekostet? 4.000 Euro. Wie viel? 4.000 Euro. Für eine neue Brille? Ja. Was ist denn an der Brille so Besonderes? Wenn du die anhast, siehst du alles nackt. Schau, sitzt denn der Herr da vorne so an? Brauchst keine Angst zu haben, ich hatte sie jetzt nicht auf. Und wenn du sie aufhättest, würde ich nichts sagen. Warum? Über Kleinigkeiten rede ich nicht. Jetzt reicht's aber. Ja. Schön. Ja.
Die Brille hast du gekauft? Ja. Und angezogen? Ja. Was hast du gesehen? Verkäufer nackt. Mhm. Verkäuferin nackt. Mhm. Alles nackt. Mhm. Brille weg? Alle, die dran gezogen. Mhm. Den auf die Straße mit der Brille. Mhm. Was hast du gesehen? Polizist nackt. Mhm. Fußgänger nackt. Mhm. Alles nackt. Brille weg? Alle wieder angezogen. Mhm. Brille aufgesetzt und die nach Hause. Was hast du gesehen? Nein, Alter mit der Nachtrin auf dem Sofa. Beide nackt. Ja. Brille weg und beide nackt. Was hast du gemacht? Die Brille zurückgedracht. Warum? Zweimal lang gehabt, ist die Garantie schon abgelaufen. Ja, schon gut. Ja. Schön, schön. Ja. Morgen gehst du einkaufen? Ja, in Supermarkt. In Supermarkt? Was gibt's da? Zäpfchen. Zäpfchen? Ja. Aktion. Die gibt's jetzt da zum Einführungspreis. Ach so, schön, ja, gut. Ja. Und wie viel kaufst du? 10.000. Wie viel? 10.000. Was machst du mit 10.000 Zäpfchen? Ein Geschenk. Wem schenkst du 10.000 Zäpfchen? Dem Gaddafi. Warum schenkst du dem Gaddafi 10.000 Zäpfchen? Ja, was willst du einem Arschloch sonst schon schenken? Ach so, gut. Okay. Gut. Ja. Ja. Keine Politik. Bitte keine Politik im Ausland. Wir sind Schweizer. Wir sind neutral. Genau. Ja. Hatte ich in der Zeitung gelesen. Hast du in der Zeitung gelesen? Hm? Der Westerwelle. Lass das weg. Entschuldigung. Gut, also. Ich vergiss es. Gehört nicht hierher. Ja. Ja, aber wie läuft's bei euch zu Hause? Mit den Sex. Oh, so, Entschuldigung. So genau wollte ich es nicht wissen. Aha. Zweimal die Woche. Darf ich fragen, wie das abläuft? Ganz einfach. Ich gehe zum Friseur. Dann zur Kosmetikerin. Neues Kleid kaufen. Dann ins Hotel und... Zweimal die Woche. Ja, er am Montag, ich am Freitag. Also, ja. Ja, gut jetzt. Ja. Aha. Ja. Morgen in der Schweiz, wo gehst du da hin? Aufs Stadthaus. Ins Stadthaus? Hm? Auf Steueramt. Hm? Warst ja letzte Woche schon. Ja. Wie gehst du da hin? Nackt. Wie? Nackt. Warum gehst du nackt auf Steueramt? Ja, wenn du nichts anhast, können sie dir nichts wegnehmen. Nach einer Viertelstunde bin ich wieder rausgekommen. Wie? Vorne und hinten versiegelt. Was ist denn auf den Siegelmarken draufgestanden? Gas und Wasser abgestellt. Ich gut. Ja. Ja. Anna, trinken wir nachher noch eins im Publikum? Ja, kein Geld mehr. Was, kein Geld mehr? Meine Kohle ist futsch weg, tschüss. Wo? An der Börse. An der Börse, ja. Kannst du mir erklären, wie funktioniert Börse? Wenn's eine weiß, dann ich. Erklär uns mal, wie funktioniert Börse? Ganz einfach. Du kaufst dir ein Huhn. Jawohl. Nach einem Jahr hast du 50 Hühner. Mhm. Nach 2 Jahren hast du 500 Hühner. Mhm. Nach 10 Jahren hast du 10.000 Hühner. Ja. Nach 20 Jahren hast du 1 Million Hühner. Mhm. Dann kommt eine große Welle und alle ersaufen. Was ist daran Börse? Hättest du Enten genommen? Sie da hinten sollten nicht zu laut klatschen, die da hinten sind noch am Nachdenken. Ja, so gut. Ja. Ja. Der Westerwelle. Vergiss es. Der hat geheiratet. Ja. Einen Mann. Ja. Ist der... Wer? Der Westerwelle. Was meinst du mit... Ich weiß nicht, was meinst du? Der hat eine andere Nummer. Wo? In der Postleitzahl. Von hinten gelesen. Ach so, ja, schon gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja. So. Ich mein, was ist das? Was ist was?
Ach, das in deinem Alter kennen wir das nicht. Also hör mal, du hast doch zu Hause ein Aquarium. Ja. Siehst du, wenn du ein Aquarium hast, ja, hast du gerne Fische. Ja. Gut. Wenn du gerne Fische hast, ja, hast du gerne Lebewesen. Ja. Wenn du gerne Lebewesen hast, ja, hast du gerne Tiere. Ja. Wenn du gerne Tiere hast, ja, hast du gerne Menschen. Ja. Wenn du gerne Menschen hast, ja, hast du gerne Frauen. Ja. Das ist normalerweise so. Ja. Dann bist du nicht... genau. Toll. Logisch. Mhm. Hast du ein Aquarium zu Hause? Nein, ich habe kein Aquarium. Komm mal auf jetzt. In diesem Sinne wünschen wir weiter einen schönen Abend und tschüssi. Ich gehe ins Aquarium. Ja, du bist auf Basis. Ja, da. Elisabeth und Rolli. Ja. Guten. Na, Rolli, wenn du da noch sitzt... Sag's kann, doch vorher. Ja, ja. Der nervt. Jan, euer Problem, Jans, in der Probe habe ich bloß der Elisabeth gesagt und habe dem Rolli vergessen, dass die Kamera für dich zu Elisabeth... Ja. Hast du einen Tipp, wie man den Hacker wegkriegt? Hacker? Der sitzt doch am Computer. Nein. Ein anderer Ausdruck in der Schweiz. Ein Hitzki. Ein Hitzki ist das bei uns in der Schweiz. Ein Hitzki. Nicht Schluck auf und nicht Hacker, sondern Hitzki. Ein Hitzki oder ein Glucksi? Ein Glutzko kennen wir auch. Aber bei euch endet ja alles mit I. Ja. Ne? Erschrecken hilft. Erschrecken hilft, ja. Erschreckt mich. Der Kalle, der hat mich erschrecken wird. Ach, guck mal. Jetzt hat er im Rolli was gebracht, aber der Elisabeth nicht. Ich trinke doch immer zusammen. Das stimmt, ich trinke immer zusammen, das ist wahr. Du, da ist mir noch als Hausmittel eingefallen, Albin. Was? Der Hacker kriegst du ganz gut weg, wenn du so ein Fläschle Maggi in einem Schluck runter. Gib her, ich sauf, ehrlich, du. Hä? Das ist ja furchtbar und hilft nicht. Richtig, Mensch, da. Zwar falsch, du darfst nicht das ganze Fläschle trinken, du darfst nur einen Teelöffel voll. Ja, prima. Vielleicht hilft es, wenn man eine Weile wartet. Ja, ich glaube nicht, dass das hilft. Du, ich glaube, das ist gar nicht gegen den Hacker. Richtig. Das ist, um den Brechreiz zu fördern. Das ist, naja. Es tut mir jetzt leider wieder. Ja, meine Mann, damit sind wir natürlich jetzt am Ende vom Programm angelangt. Ne? Ich werde jetzt leider im Albin Seisch Gedichtle vorsagen müssen, weil der Albin ist ja jetzt nicht mehr in der Lage dazu. Meinst du, das Gedicht nimmst du jetzt? Ja, meine Damen und Herren, also, was kriegt moderne Medizin heute alles wieder hin? Herzschlag, Leberriss, gebrochene Haxen, doch gegen Hacker ist kein Kraut gewachsen. Luft an Hals und Maggi schlucken, Kopfstand machen, Südfunk gucken, beim Schluckauf helfen keine Tricks. Am Ende heißt es immer Hicks. Leck mich am Arsch und bleib im Sonnt. Jetzt aus der Leide, war grad so heiter. Heute mal ist ein Dom, ja, ist jedes Dom, sagt ja wieder weiter. Der Karle, der Gott Spieler, bei einem Nutz ein Spieler. Jetzt wird's aber greif, für die Hecksteppe frei, denn Reul ist Mühle.